Arbeitslos steh ich da, schuld daran, scheiß Corona. Ganz alleine stehen sie da, auch daran schuld, Corona. Die Türe von Niavaranis Kabarett Simpel steht zwar offen, aber nur für Kabarettisten, die ihre Sachen verstauen und einmotten. Heuer wird das nichts mehr, klagt Aushängeschild Bernhard Murg. Einziger Besucher, der vielseitige Künstler Tricky Nicky, der für gewöhnlich selbst auf der Bühne steht. Sollte ich nicht ausziehen? Das Publikum schätzt ihn als Magier, Comedian und vor allem als Bauchredner. Und da lachen sie schon wieder. Und alles nur soll ich schielen. Schau mich einmal an. Ich schau dich an. Und schau dir an, was aus dem Nicky geworden ist, ist sein einstiger Lehrer stolz. Der Nicky ist mein Gesamtkunstwerk, sagen wir mal so. Ein Konzept. Der Nicky ist ein Gesamtkonzept. Siehst Kannst du auch Bauchreden? Ja. Nur laut. Sehr laut. Aber von der Veranlagung her müsste das gut können, oder? Ja, wobei Bauchreden hat ja Gott sei Dank nichts mit dem Bauch zu tun. Aber ja. Geht. Nein. Dieter Bohlen hat das mal, dem habe ich das erklären müssen. Ja, das glaube ich. Der hat immer gesagt, was wollen uns Bauchreden erklären? Wir wissen doch alle, dass die nicht mit dem Bauch sprechen. Sag ich, ja. Er kann ja auch nichts dafür, dass es Bauchreden heißt und nicht Kehlkopf sprechen. Wie gut er diese Kunst beherrscht, zeigt er uns in einer sehr exklusiven Vorstellung. So kennen wir den Tricky Nicky mit seinem Emil. Ja? Hallo, Kuckuck, ja, ich bin hier der Star, okay? Checkt er das? Ja. Bist du manchmal eifersüchtig auf den Emil? Ja, natürlich, weil seitdem ich ihn habe, habe ich keine Chance mehr bei Frauen. Ja, jetzt denk mal drüber nach. Du bist ja nicht nur Bauchredner, du bist ja auch Magier und du bist Kabarettist. Du richtig. Bist also quasi, du bist quasi der bauchredende Comedy-Magier und damit eigentlich die eierlegende Wollmilchsau unter den Bühnenkünstlern, oder? Halleluja, ja. Das, wenn ich das jetzt buchstabieren müsste, habe ich ein Problem. Ich nicht. Stimmt, ich komme von der Zauberei, mit dem Zaubern begonnen, habe dann mit dem Bauchreden begonnen, übers Bauchreden kam ich zur Comedy und alle drei Dinge machen extrem viel Spaß. Aber auch viel ernsthafte Arbeit. Tausende Trainingsstunden und 8 Jahre machen den Unterschied zwischen damals im Simpel und heute. Es kann wirklich jeder lernen. Du musst halt die Gesichtsmuskulatur total entspannen. Und das ist sehr ungewohnt, weil das hat man eigentlich fast nie, außer du schläfst oder du schaust ins Nahenkastel. Und das muss man üben. Und da kommt man sich auch ganz blöd vor. Der Grund, warum es ja keine wirklich guten Fotos von mir gibt, während ich Bauchrede, weil ja dieser Bereich ja mimiklos ist. Und deswegen schaut das total so. Hallo, Kuckuck, hallo, Kuckuck, hi. Ja, also warum ist die Stimme dann so hoch beim Bauchreden? Du kannst mit jeder Stimme reden. Mach's mal auf tief. Hallo, grüß Gott, hallo. Ja, kann doch ein Sinn. Kuckuck. Kommt also, einem Bauchredner die Covid-Maske zugute? Naja, die anfangen wollen oder sehr schlecht sind, ja. Also die damit kann es jeder, damit oder? Kann es jetzt, in Wirklichkeit ist jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Bauchredner zu werden. Und in Lockdown-Zeiten hat ja jeder eine Klopapierrolle zu Hause. Hallo? Hallo? Wie alt bist denn du? 3. 3 Jahre? Nö, 3 Lagen. Fast so wichtig wie die Zungenfertigkeit beim Bauchreden ist das Rollenspiel, verrät der Künstler. Es muss ein Konflikt herrschen, damit es für das Publikum spannend ist. Also wenn ich lache und der Emil lacht, ist es nicht so lustig. Der Emil muss im Prinzip zum Beispiel angepisst sein und ich lache darüber. Also wenn ich A sage, muss er B sagen. Hä? Weil du B gar nicht sagen kannst. Wieso nicht? Weil das ein Buchstabe ist, den der Bauchredner nicht sagen kann. Ich kann das. Was? D. Du hast nicht B, du hast D gesagt. Hä? Egal. Ja, B geht nicht? Nein, also diese Schließlaute gehen nicht. B, P und M. Und daran erkennt man auch die guten und die schlechten Bauchredner. Du ersetzt diese Buchstaben. Sag einmal Bruttomonatslohn. Bruttomonatslohn. Geht doch, oder? Geht doch. Also, wenn man gut ist, dann kann man sagen. Aber dann ersetzt man, in Wirklichkeit sage ich, ich sage es jetzt ganz langsam, Bruttomonatslohn. Das heißt, ich ersetze diese Buchstaben, spreche sie aber ganz weich aus und dass es dem Zuschauer in Wirklichkeit nicht auffällt. Hm? A, D, C, D, E. Richtig, in Wirklichkeit sage ich A, D, C, D, E. Ehrlich? Ja. Ich nicht. Ich kann. Du kannst es nicht? Ich kann das zum Ei. Wie lange braucht man das, um das so gut zu können? Weil du hast gesagt, Bauchreden kann man lernen. Kann jeder lernen. Es ist so wie Gitarre spielen. Beginnt man da mit einem Satz zu üben, den man dann quasi ohne Grimasse spricht? Na, ich habe begonnen in Wirklichkeit, also ich habe
den Emil mir damals machen lassen und bin mit dem Emil durch die Straßen spaziert, weil ich wissen wollte, wie kommt er bei Leuten an. Und da habe ich noch gar nicht gut Bauchreden können und hat da Emil angefangen, mit Leuten zu diskutieren. Hallo, Kuckuck, ich bin's. Kuckuck, schau her. Ha, schau mich an. So war das in etwa. Und bin draufgekommen, hallo, die schauen alle nicht mich an. Die reden wirklich mit der Puppe. Ha? Egal. Und ich habe am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, das erste Jahr habe ich einen 10-Minuten-Text gehabt mit dem Emil gemeinsam, ohne B, P und M, weil ich so Angst hatte davor. Und dann hast du halt so Techniken, wie wenn der Emil sagen müsste, schau mal Emil da hinten, oder er sagt zu mir, Niki, Niki, was? Niki, was? Niki, siehst du da hinten? Wie? Na, die, nee, siehst du die nicht? Wie meinst du, die da hinten? Du meinst die Mama da hinten? Genau, die. Also, dass ich für die Puppe sage. Niki, Niki, der Name ist Programm. Der trickreiche Bühnenkünstler brilliert als Magier, als Comedian oder mit Puppen. Und der Perfektionist bleibt sich in allem, was er tut, treu. Ich würde nie was auf die Bühne bringen, wenn ich weiß, ich kann es nicht gut. Ich wollte singen. Ehrlich? Ja, oh mein Gott, hey. Nein, das ist schrecklich. Aber ein bisschen Skizzo wird man schon dabei, oder? Ja, absolut. Also ich habe ihn auch nicht unter Kontrolle. Das ist korrekt. Aber das mit dem Singen zum Beispiel, also meine Ex-Freundin ist ja Musical-Darstellerin und die hat damals zu mir gesagt, Niki, du kannst alles so gut, du machst das so perfekt. Lass das singen, weil wir haben ein bisschen geprobt und sie gesagt, da gibt es so viele Menschen, die können das weitaus besser als du. Und sie hat recht und deswegen würde ich das nie auf die Bühne bringen. Dafür hat er ja seinen Bühnenpartner. Ich kann singen. Nein, nicht singen. Doch, ich kann singen. Okay, Achtung. Okay, los geht's. Arbeitslos stehe ich da, Schulter an scheiß Corona. Ist ja rau, oder? Ich gebe dir recht.